Ja, herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Channel. Es geht heute um das Thema Smartphone versus Fahrradnavigation. Was sind die Vor- und Nachteile? Warum brauche ich vielleicht ein Fahrradnavi? Warum vielleicht eher doch ein Smartphone für die Navigation am Fahrrad? Ich habe mir einen Experten dazu geholt. Das ist der Matthias vom gps-radler.de Blog. Alles rund um das Thema Fahrradnavigation. Ja, und was ist die brennende Frage? Also, wir haben ja in vorherigen Videos über das Thema Fahrradnavigation gesprochen. Es gibt eigene Geräte dafür. Aber hey, ganz ehrlich, ich habe hier doch so ein Smartphone. Ja, also das reicht doch auch. Da kann ich ja auch Google Maps oder irgendwas anderes hernehmen. Neue Nachricht. Warum brauche ich da noch Geld für ein Fahrradnavi ausgeben? Also im Prinzip hast du natürlich recht. Ich meine, es gibt unheimlich viele und auch sehr gute Apps für Smartphone. Du musst dir nur beim Thema Hardware ein bisschen was überlegen, weil gerade das Gerät hier ist natürlich nicht gegen Wasser geschützt. Du bist der Hardcore-Radler, das heißt, du bist auch bei Regen unterwegs. Dann ich komme mal in den Regen. Okay, aber dann kannst du es schon wieder vom Lenker abnehmen. Also okay. Das Thema Wasserschutz ist das eine. Ich habe hier mal so eine Hülle. Da kann man schön das Smartphone einpacken und damit ist es wasserdicht, hat auch hinten drauf gleich die Befestigung für den Fahrradlenker. Da komme ich gleich zum zweiten Problem, das du mit deinem Smartphone bekommst und das ist die Befestigung am Fahrrad. Also hier hat man das gelöst über so eine Halterung, die am Rad festgeschraubt wird und dann klickt man das mit so einer Vierteldrehung da rein, dann ist es stabil verpackt. Andere Lösung ist zum Beispiel hier eine Klemmbackenhalterung. Die kann man eben so aufziehen und kann dann das Smartphone da reinmachen. Ist über viel Gummi gegen das Rausrutschen gesichert. Ist eine super Sache. Allerdings, es schützt nicht gegen Feuchtigkeit. Und was ist für eine Box hinten drin? Da hinten drinnen wird es in Zukunft auch noch was mit Zusatzakku geben. Das ist natürlich die perfekte Überleitung jetzt zum dritten Problem, was du mit dem Smartphone hast. Und das ist die die Stromversorgung. Während so ein Outdoor-Navi ungefähr 8 bis 12 Stunden der Akku durchhält, ist bei deinem Smartphone nach allerspätestens 4 Stunden gehen die Lichter aus. Da muss aber schon voll aufgeladen sein vorher. Voll aufgeladen sein, sparsam mit der Displaybeleuchtung. Ansonsten ist schon mal gern nach 3 Stunden Schluss. Das heißt, du musst dir Gedanken machen über zusätzliche Stromversorgung. Einfachste und günstigste Methode ist da natürlich einfach irgendwo im Elektronikmarkt sich so eine günstige Powerbank zu suchen, die anzuschließen, in der Mittagspause nachzuladen oder mit irgendwelchen Gummibändern am Rahmen, am Lenker noch zusätzlich befestigen. Das geht dann weiter bis zu den ganz edlen Varianten und da greift man dann auf den Strom vom Nabendynamo zu. Ja. Du holst dir also den Strom aus dem Dynamo, schiebst ihn dann in eine Ladeelektronik. Die Elektronik bereitet ihn dir USB-tauglich, also auf 5 Volt, bereitet ihn dir auf und gibt ihn dann weiter ans Smartphone. Okay, das heißt, dann habe ich ja kein Problem mit Strom. Dann kannst du im Prinzip 2 Wochen autark durch Nordskandinavien radeln. Dann hätten wir das Thema Strom geklärt, aber ich kann nicht bei Regen fahren. Er kann schon, aber das Navi gibt dann den Geist auf, wenn ich mit einem Smartphone... Ja, es gibt ja immer mehr moderne Smartphones, die sind jetzt regengeschützt. Also okay. Mit denen kann man auch durch den Regen weiterfahren. Oder man sucht sich irgend so eine passende Hülle. Im Notfall tut es auch mal für den kurzen Regenschauer der Ziplock-Beutel aus der Küche. Aber kann ich da auch das Navi bedienen mit dem Ziplock? Es geht, es ist natürlich nicht mehr so super wie ohne. Und so eine Hülle wie die hier ist wirklich komplett wasserdicht? Die ist tauchwasserdicht. Du kannst es in den Fluss reinwerfen und beim Duschen dabei haben. Kann ich auch telefonieren? Ja, es ist allerdings etwas gedämpfter. Während die Bedienung, muss ich sagen, ist bei diesem Gerät, also bei dieser Hülle, noch hervorragend, weil die Folie plan auf dem Display aufliegt.
Und also das funktioniert sehr gut. Aber ich kann nicht damit mit dem Headset in der Dusche telefonieren, oder? Weil wenn ich da was einstecke unten, dann kommt Wasser rein. Es gibt einen Adapter, mit dem du dann wasserdicht rauskommst. Allerdings ist es so ein kurzes Adapterkabel und spätestens danach ist dann doch wieder irgendwann Schluss. Also irgendwann kommt dann mal das Wasser rein. Okay. Aber für Fahrradnavigation würde es vollkommen ausreichen. Würde es funktionieren. Hier ist auch noch ein Ding, da kann die ich Klappe dann zum Laden, genau. Ja, aber wenn ich jetzt das auflade und bei Regen fahre, dann hast du die Schwachstelle auch, natürlich geöffnet. Ich habe sie gefunden, die Schwachstelle. Ja, gibt es von dir eine Empfehlung, wo du sagst, also wenn du das Fahrrad so und so einsetzt, dann auf jeden Fall das hochwertige Fahrradnavi oder für die und die Strecke reicht ein Handy voll und ganz aus? Also Handy finde ich vollkommen ausreichend, einmal für den Freizeitradler, der vielleicht mal eine Stunde in den Biergarten und wieder zurückfährt. Dafür ist es vollkommen ausreichend. In dem Moment, wenn ich wirklich hardcore den Mountainbike-Trail runterdonner, auch wegen den Erschütterungen, das sind die richtigen Geräte, Outdoor-Geräte, sind einfach deutlich stabiler und haltbarer. Und ganz wichtiger Punkt, bei fast allen Smartphone-Apps brauchst du mobiles Internet. Das heißt, in den Alpen ist da schnell mal Schluss mit Mobilfunkempfang und dann wird es schwierig. Dann habe ich keine Karte mehr. Die Karte kannst du meistens noch offline mitnehmen, aber eine Routenberechnung wollen die meisten Apps über Internetverbindung. Und mit einem richtigen Outdoor-Navi bist du halt komplett autark und du kriegst auch Karten weltweit. Okay. Das heißt, ich kann ein Smartphone nutzen, wenn ich immer Internet habe. Am besten keinen Regen. Mhm. Nicht allzu lang die Tour. Nicht allzu lang die Tour. Dich um das Stromthema kümmerst. Und es gut am Fahrrad festgemacht ist, oder? Weil genau. Es gibt auch so Halterungen, die sind ein bisschen wackelig. Dann wäre ein Smartphone okay. Das heißt, im Grunde genommen, wenn der Himmel draußen blau ist und ich so eine halbe Stunde zum nächsten Biergarten oder zum See fahren möchte, dann reicht dafür ein Fahrradnavi wahrscheinlich voll und ganz aus. Und wenn ich jetzt halt eine Tagestour fahren möchte, mit angegebenem schönen Wetter, dann könnte man vielleicht noch mit einem Handy, mit Powerbar, genau, und einer guten Halterung fahren. Aber wenn ich ein bisschen ambitionierter und regelmäßiger wahrscheinlich fahren möchte, dann ist ja die Chance auch leider höher, dass wir mal ins Nasse kommen, ja, oder baden gehen. Dann wahrscheinlich eher ein Outdoor-Navi mit. Genau, mit allem drinnen, dass du unabhängig von Mobilfunk, von allem Möglichen bist und Karten weltweite Abdeckung. Also muss dazu sagen, ich habe ja mein Handy immer dabei, ja, und wir sind auch öfter mal schon mit Wandern gegangen oder spazieren gegangen und wir haben uns ein paar Mal schon verlaufen und gerade dieser Internetempfang, der ist nicht immer gegeben. Ja, und da läufst du dann so rum und suchst dann irgendwo den Internetempfang. Das verstehe ich voll und ganz. Ja, also, wer hat gewonnen? Ich würde sagen, einen richtigen Gewinner gibt es nicht. Es kommt wie immer im Leben darauf an, was man machen möchte. Genau, es kommt die Situation darauf an. Und aber ich könnte mir vorstellen, dass das Handy so nach und nach in die Richtung Arounder gehen könnte. Ja, es drückt immer mehr rein, aber für die Spezialisten und für die Spezialfälle wird man auch in Zukunft, prognostiziere ich jetzt einfach mal, nicht um ein richtiges Outdoor-Navi rumkommen. Ja, das sind doch schöne abschließende Worte. Dann sage ich vielen Dank, Matthias, für deinen Einblick in die Welt der Fahrradnavigation. Ich finde es wie immer doof, dass es keine perfekte Lösung gibt. Ja, aber daran müsst ihr es einfach gewöhnen. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, ey, tut euch keinen Zwang an, traut euch, schreibt sie in die Kommentare rein. Wir verlinken auch nochmal zum Blog und zum YouTube-Channel vom Matthias. Super interessante Themen sind da dabei. Und wenn ihr wollt, einfach Fragen stellen. Wir gehen gerne nochmal darauf ein, vielleicht in einem separaten Video. Ansonsten hoffen wir, dass es endlich schöneres Wetter gibt und wir alle mit dem Smartphone bei schönem Wetter kurze Fahrradtouren machen können. Okay. Ja, also. Viel Spaß. Ciao.